Hey! Yo! Na, ich habe wenigstens passend zur Musik hey gerufen. Du bist wieder voll aus dem Takt. Hallo! Herzlich willkommen zu Gate of Death! Ja, ich höre die Musik ja nicht. Ich habe keinen Ton. World Tag Team Championship Match, das zweite am heutigen Abend, ist kein normales Match, Tim. Sondern ein Elimination Chamber Tornado Tag Match. Klare Ansage. Für heute. Ganz klare Ansage hier bei Cage of Death, da wird nicht gegeizt mit Waffen, mit Stipulations, und Edge and Christian gegen Evolution in einem Table Match gewinnen natürlich Edge and Christian. Nee, das gewinnt die Evolution. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus. Du glaubst wirklich, dass die beiden Menschen die WrestleMania 30 Headline hier gewinnen? Ja. Ich bin entsetzt! Wharton und Bautista, WrestleMania 30, sollen wir schon shooten oder noch nicht? Nein, noch nicht! Noch nicht, ist ja noch früh! Ist ja noch früh. Noch nicht nötig, ne? Nee. Also, jetzt? Wir sehen drei Tische im Ring. Nee, Orton holt erstmal einen Stuhl. Junge, so geht das Match nicht. Das ist kein TLC-Match. Bad things happen with Batista. Ja, hast du recht. Ah, da hinten die ganzen Daniel Bryan-Shirts im Publikum. Daniel Bryan hat auch kein Match heute. Ihr habt euch in der Show vertan. Oh. Ja, aber wir haben hier ein sehr interessantes Match, was wir auch so im Universe-Modus noch nie hatten. Nämlich ein Tables-Match. Und hier ist halt alles möglich, denn hier kann jede kleinste Aktion das Ende bereiten. Eins ist klar, der Erste, der hier rausfliegt, dessen Partner wird hier ein Handicap-Match bestreiten müssen. Das heißt, er hat noch nicht verloren, aber die Chance wird auch nicht unbedingt größer dadurch. Eher nicht. Jetzt hier Batista holt er jetzt den ersten Tisch Batista in den Ring. Scheint es richtig zu machen oder auch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Jetzt hat zwei Tische nebeneinander. Nee, auch nicht. Nee. Dann macht das eben Christian und holt den zweiten Tisch in den Ring. Nee, aber legt erstmal Batista. Und jetzt hat sie zwei Tische im Ring. Oh, was hat er jetzt vor? Oh, und Orton erstmal in der Ringecke, kriegt einen Tisch ab. Oh, kann man mal so machen, ne? Edge stellt ihn jetzt da in die Ringecke. Da steht er gefährlich. Hier, Achtung, mit der Ringabsperrung. Das Eisengitter tut wahnsinnig weh. Das ist nicht die Pussy-Absperrung von WWE. Ja. Das ist das ECW-Eisengitter. Oh, und Edge hat erstmal Bock. Edge stellt den Tisch erstmal auf zwei Ringecken auf. Oh ja, weil Edge hat nämlich Bock. Ja, Edge hat immer Bock bei Table-Matches. Oh, und Randy Orton kracht schon auf den Tisch. Und packt der wird doch nicht etwa hier das schnelle Finish. Oh. Alter. Moment mal. Und der Tisch geht nicht zum Bruch. Hat er irgendwie nicht ganz hingekriegt. Sind die guten alten ECW-Tische. Die sind noch etwas robuster. Batista, und jetzt fliegt Edge allerdings dagegen. Oh, der kommt jetzt und wirft. Oh, Orton nicht durch den Tisch. Ich sag robust. Jetzt hat vielleicht, nee, Orton Konter. Ist die gute deutsche Spanplatte da in der Ringecke. Die hält was aus, du, die hält was Orton aus. Orton und Edge kontern sich hier gegenseitig aus, bis es vorbei ist. Hätten sie die World Trade Center aus dem Material mit jetzt Tische gebaut. Powerbomb Nummer 2. Das Ding noch stehen. Wieder nicht. Wieder, nee. Ist ja gesagt, ne? Die Tische, die sind hart wie Kruppstahl. Ja, scheinbar. Na, das wird ja besonders lustig, wenn dann doch mal einer durchfliegt. So, Christian checkt, der Tisch geht nicht zu Bruch, den müssen wir nochmal neu aufstellen. Das ist. Oh, Suplex out of the ring mit Christian. Und jetzt geht Batista rein und, ne, jetzt geht er doch wieder zu Christian raus. Und das Kommentatorenpult natürlich wieder aufgebaut, wir haben fleißige Helfer. Ja, aber Leute, es zählt nicht. Ich dachte gerade schon, das wird der Suplex auf die Ringtreppe. Das Kommentatorenpult zählt nicht als regulärer Tisch hier. Nicht mehr? Das zählte mal, deshalb. Also ich glaube in 2K14 zählt's nicht. Okay, Running STO jetzt hier von Batista. Orton jetzt mit der Powerbomb! Fliegt Edge durch! Nein! Nein! Der wird immer so böse. Alter, und fast hier dieser Powerslam durchs Kommentatorenpult. Also Evolution gerade on the top. Hab ich dir ja gesagt, ne? Die Evolution. Ja. Die machen das hier. Die müssen ja, wa? Die Headline WrestleMania, richtig? Da müssen sie sich auch die WWE Tag Team Titel holen. Ja. Also das sind auch so vier Kandidaten, die man hätte sicherlich auch in der Elimination Chamber stellen können. In Cage of Death, sorry. Ja, richtig. Und Christian nicht unbedingt, der ist ungefähr so hüftsteif wie meine Oma mittlerweile. Bei dem Christian haben wir ist toll. Christian ist halt einfach so, nee. Haben wir gestern noch geflaxt, als wir es geguckt haben. Ja, gestern. Gestern. Da wisst ihr jetzt auch, wann wir aufnehmen. haben wir gestern noch geflaxt. Wir hätten uns lieber Vince Russo gewünscht im Match als Christian.
Okay. Alles wäre uns lieber gewesen als Christian. Christian macht das Match attraktiv, indem er den Tisch aufstellt. Ja, guck mal, neue Ideen braucht das Land. Ja, und Christian macht das hier ganz gut. Jetzt kommt Suplex durch. Jawohl, jawohl, schickt Batista da durch. Jawohl! Oh, jetzt muss er nur noch drauflegen. Oh, das, das sieht gut aus. Jetzt noch aufs Top-Broke oder zumindest ja, auf sein ja, oder so. Ja, lauf ja, doch was mal. Denn, Christian? Boah, langsam. Oh, Junge. Ah, Christian ist so lahm. Jetzt muss er aufpassen, nicht, dass er hier gleich einen Power-Slam oder so durchkassiert. Jetzt versucht das wieder, Batista Christian da versucht Nummer 2, ja. Jetzt steht er doch dann auch neben dem Turnbuckle. Come on! Irgendeiner blutet. Nee. Irgendeiner Christian! Blutet. Christian! Oh, was? Oh, und Batista rollt sich vom Tisch und Christian hat sich selbst geopfert. Aber es ist keine Elimination, denn es ist saugeil, wie der Tisch zerbrochen ist. Saugeil, ohne Witz. Aber wie, ne? Einfach so ein Dive und bam, durchgekracht. Wie gestern in der Elimination Chamber einfach mal runtergesprungen. Ja, nur leider oh, da wäre Batista fast mit diesem Flapjack hier durch den Tisch gekracht. Also, attraktives Wrestling hier. Attraktiv? Wie die nette Blonde von Edeka, ne? Ja, ja. Ja, oh, ja. Was oh, Batista! Oh, ich dachte, jetzt kommt Death Valley Driver oder so. Ja. Packt sich jetzt hier. Oh, Chokebomb. Chokebomb. Bam. Faceplant, Facebuster hier erstmal von Edge Anderson gegen Orton. Also die Teams stehen auch ganz klar, seit sie gegründet wurden. Edge und Orton sowie Christian und Batista. Oh, bis jetzt noch keine Elimination. Oh, aber jetzt hier wieder den Chokebomb gegen Christian. Batista muss gerade böse einstecken. Wird das der Flapjack? Oh ja, und oh, Orton muss da noch halb ins Ring sein. Jetzt hat Batista den Tisch und will ihn gegen Edge einsetzen, klappt allerdings nicht. Er kann Konter. Und Edge will den. Ne, ich dachte, er will den wieder in die Ringecke stellen. Das kann ja sein, aber er stippt erst mal Orton zurecht. Und stellt den Tisch jetzt auf und Christian holt wieder einen Tisch in den Ring. Christian hat ja so ein bisschen Geschichte gerade geschrieben, ne? Er hat immerhin den ersten Tisch ever zerstört. Oh, 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 oh. Ja, aber Orton kann kontern. Jetzt ist Batista wieder, aber jetzt ist Batista weiß ich, liegt gleich, wieder, ja, Christian. Schlägt jetzt nochmal auf Batista ein. Ja, aber guck mal, er will immer hinten rüber und dann steht da auch und dann das merkt Tisch. Er, shit, da steht der Tisch, den ich gerade aufgebaut habe. Jetzt muss ich ihn da rausholen, ja? Oh, und jetzt kassiert er erstmal den Tisch von Batista. Hier stellt Batista den Tisch auf, aber der wird das der T-Bone? Warte, nice, warte, sogar ein Exploder von Randy Orton. Ja. Und jetzt zum ersten Mal der Wechsel, Edge jetzt mit Batista, sowie Orton mit Christian. Und kann Orton sich jetzt hier Christian sofort schnappen? Nee, hat er keine Lust. Ja, da keinen Bock. Und jetzt hier, was wird das? Flapjack? Ne, Batista kann kontern und zeigt einen Impaler DDT gegen Edge. Und Batista, das ist ja die beste Aktion in seinem Repertoire. Und auch nur von... Oh, Black Hole Slam. Ja, aber Christian ist sich mit dem Tisch auch gar nicht einig. Nee, der... Oh! Jetzt liegt der andere Tisch unfreiwillig interessant in der Ringecke, beziehungsweise an den Ringseilen. Wo will er jetzt hin hier? Ah, okay. Batista. Christian macht das nochmal anders. Und jetzt? Baut jetzt nochmal den Tisch auf. Nee, Orton unterbricht das. Jetzt packt er sich hier vielleicht gleich wieder. Batista, ja. Sie will ihn jetzt wieder hier zum Tisch ziehen. Kann er ihn drauflegen? Tisch, ja, und Orton wollte auch gerade. Oh, Edge, Edge mit dem Top. Ja, ja. Edge. Edge. Elbow Drop. Oh, Batista wollte sich wieder weg. Ah, Batista ist noch wach. Noch wach, noch fit. Und jetzt, was hat jetzt Randy Orton mit der Ringtreppe vor? Will er die jetzt in den Ring? Oder wie ist das? Orton, was hast du vor? Du Wahnsinniger. Geht einmal mit der Ringtreppe spazieren. Ja, du bist ein ganz starker. Ist okay. Ja, jetzt hat er Strength bewiesen. Oh, oh, und hinten jetzt hier. Schön an die DDT von Christian. Jetzt hat stellt aber Randy Orton den Tisch auf. Hat er mit der Ringtreppe vor? Die steht da ganz ungesund. Die liegt da echt ungezählt. Au, beim Hinterkopf kracht erstmal Batista auf die Ringtreppe. Das tut weh, das tut weh. Orton möchte jetzt Christian auf den Tisch werfen. Das scheint nicht zu funktionieren. Christian konnte das. Ja, packt ihn sich jetzt seinerseits und legt selber ihn jetzt Randy Orton auf den Tisch. Na komm, ja. Christian, jawohl! Oh ja, und jetzt muss er nur noch. Oh, will er hin? Er geht, nein, zu langsam, zu langsam. Oh, ewig Vorsicht, auf. Vorsicht! Und Orton ist da am Rumpfstüssel. Was macht Christian jetzt? Ne, er geht wieder rein, geht auf Nummer sicher. Ja, aber jetzt hier packt Orton ihn sich und kann ihn jetzt. Naja, der Tisch steht scheiße. Kann ja, er nicht. Dafür ist jetzt Batista am Tisch. Aber Edge holt sich noch einen Tisch. Will den jetzt auch aufbauen. Den anderen also ebenfalls noch auf. Also zwei Tische stehen schon wieder. Sehr gefährlich jetzt. Christian hängt am Table. Kann es aber kontern.
Und Spinning Heel Kick geht daneben. Nicht gut gelaufen. Alter, jetzt... Oh, wird das etwa... Yo, was? Ja. Nee. War und? Das eine Elimination? Das werden wir gleich sehen, wenn Batista wieder aufstehen muss, aber ich glaube schon. Alter, da kommt auf einmal dieser Flapjack und haut Christian aber mit durch. Und ja. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das zählt. Ich auch nicht, aber Batista liegt da tot rum, ne? Ich glaube, der ist raus. Ich glaube auch, der ist raus, weil Edge halt auch... Auf Orten geht, ja. Ja, eben. Alter, dann hat er den gerade mit diesem Irrsinns-Flapjack mit Christian durch den Tisch befördert. Oh. Ohne Rücksicht auf Verlust. Er hat auch Christian auch nicht gesehen beim Flapjack. Nee, konnte er wirklich nicht. Aber Batista eliminiert und auch erstmal völlig raus. Völlig zerstört. Oh! Nee! Das war's nicht. Der Tisch ist nicht gebrochen. Das Bein ist nur weggeknickt. Oh, das war knapp. Orten am Rande einer Niederlage. Da kaputt rum, ne? Bleiben die jetzt neuerdings im Ring liegen, wenn sie eliminiert sind? Ja. Oder? Echt? Ja. Oh! Side-Effekt! Das ist ja kein richtiger Side-Effekt. Ja, so ein Reverse-Side-Effekt auf die Ringtreppe. Das war's für Orton. Er ist echt böse. Jetzt muss Orton hier auch noch einstecken. Ja, und jetzt ist es eben das, was ich angekündigt habe: dieses Tag-Team, dieses Handicap-Match. Leider trifft es an, also es trifft halt in diesem Fall Randy Orton und Edge macht sich bereit für das Bier? Bier? Nee, Spinning Heel Kick erstmal. Schon. Batista liegt da auch echt schlecht, ne? Oh, Batista steht auf! Oh, geht. Der war einfach nur tot? Der war einfach nur ohnmächtig. Der ist vielleicht so blöd auf die Kante geknallt, dass er erstmal raus war. Aber jetzt ist Randy Orton hier ganz alleine. Wow. Und damit dürften Edge und Christian wahrscheinlich ihre Titel verteidigen, aber sagt niemals nie. Wer weiß, wer weiß. In Tables-Matches ist alles möglich. Da kann eine Aktion ganz schnell das Ding drehen. Aber ich denke, Christian will jetzt hier Feierabend machen. Ja, wahrscheinlich. Wenn er Glück hat. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Und jetzt sage ich ja, eine Aktion kann es entscheiden. Dragon Screw. Aber guck mal, so ein RKO out of nowhere kommen. Zufällig durch den Tisch. Zufällig durch den Tisch. Oh, Death Drop hier von Sting. von Christian, was du laberst, Alter. Von Sting. Sting im Christian-Kostüm. Oh, Gott! Oh, mein Gott! Alter, das sah übel aus. Edge hat auch überhaupt gar keine Lust mehr zu catchen. Überhaupt nicht, der macht Pause. Aber, oh, mein Gott, wie ist er mit dem Hinterkopf da drauf? Oh, oh. Oh, fuck, Alter. Im Hinterkopf auf. Oh, Edge hat wieder Bock. Hat vielleicht kurz diskutiert mit dem Fan. Ja, aber er muss ja auch nicht. Oh, oh. Ah, Orton Backbreaker. Ja, er hat ja seinen Teil schon erfüllt, ne? Aber wenn Christian es jetzt nicht hinkriegt, macht es halt eben Edge. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, Clothesline. Oh, nee, kriegen sie Randy Orton jetzt down oder nicht? Das ist die Frage, ne? Oder ob Randy Orton das jetzt... Jetzt, oh, Double-Team-Aktion. Edge nach oben. Was? Oh mein Gott! Und Edge kimmt rum und haut aus wieder Elbow Drop Christian! Aus Versehen springt er dann daneben und ja. Und jetzt der ist ja auch Uppercut von Orton, jetzt ist Ortons Riesenschuss! Ja, aber jetzt kriegt er wieder den Tisch oh in den Rücken. Oh mein Gott. Das war sein Riesenschuss. Oh, Prettier! Bang! Das war's für Randy Orton. Der muss raus sein, hilft nix. Ne. Damit gewinnt Edge und Christian hier das Match. Wahrscheinlich, wenn sie sich mal einig werden. Zwei Tische jetzt hier. Ne, Edge baut wieder ab. Und haut Orton erstmal. Oh, Orton versucht ja auch echt alles, weißt du, aber... Ja, ich meine, Jetzt steht auch nochmal der Tisch gefährlich in der Ringecke. Kann Orton jetzt hier nochmal... Christian oder Edge eliminieren, das wäre ein Riesending. Es würde so spannend werden. Ja, dann wäre es wirklich spannend, aber so... Oh ja, so Gott. Ist irgendwie... ist man sich nicht so ganz klar. Orton muss jetzt langsam was zeigen. Oh Gott. Und wieder kurz gezogene Close-Down von Edge. Ja, Edge und Christian sind einfach das beste Tag-Team. Kann man nicht anders sagen. Na, so, Ringtreppe verabschiedet sich dann auch mal. Was kann Orton noch zeigen? Auch sofort wieder Edge mit dem Cover. Aber Orton er kämpft, ne? Lässt sich nicht so abfrühstücken wie Batista. Ja.
Oh, pass auf, jetzt könnte es doch noch spannend werden. Orton kämpft gegen beide. Er kann nichts machen, er ist hilflos. Ja, sobald einer ihn irgendwie... aber er kann sich immer da... ist immer, wenn es gefährlich ist. Orton Test Press. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Orton gibt nicht auf. Länger schalten, aber das wird hätte nicht erwartet, dass das Tables Match so lange geht. Jetzt müsste ihn halt mal die Ringecke whippen oder so. Die Orton Stomps erstmal gegen Christian, kann aber Edge unterbinden. Wenn er ihn jetzt in die Ringecke whippt, dann war es das, oder? Nein, Zeitrushen Leg Sweep zeigt. Wo will Edge jetzt hin? Will er jetzt den Tisch wieder aus der Ringecke holen? Ja, so bringt das doch nichts, Leute. KI, nein, nein. ja, so, jetzt. So, Orton, jetzt komm! Ja! Ja, aber jetzt kann wieder Wer keiner geht auf Top Rope? Was hat Edge vor? Was hat er denn jetzt gemacht? Ach so, Edge macht das clever. Ah, zu spät. Jetzt müsste Orton sich nur schnappen und durchwerfen. Oh mein Gott, nein. Nein. Christian muss den Tisch machen. Den Tisch nicht. Oh, ist das der DDT? Nein. Oh. Er hätte einen Suplex machen müssen. War nur ein Suplex sein müssen. Und dann Alter, Suplex und Edge wäre so durch gewesen. Oh ja, oh ja. Das gibt's ja nicht. Orton, das war deine Riesenchance. Edge mit dem Comeback und das dürfte dann gleich auch gewesen sein. Nee, Orton, jetzt hast du auch nicht anders verdient. Einfach nur ein Suplex und es wäre vorbei gewesen. Ja. Jetzt gehen beide aus Top Rope. Ist Orton lang genug? Jetzt! Orton, komm schon! Komm schon, nein! Orton! Und Christian slammt sich durch. Was? Die Frage ist, hat er noch berührt? Dann zählt es nämlich als Elimination. Ja, er hat ihn da berührt. Deshalb ist Orton doch danach nach vorne gestolpert. Ist Christian jetzt tatsächlich Christian eliminiert? Christian ist raus! Christian hat sich dadurch selbst eliminiert. Nee! Dass er Orton berührt hat und jetzt... Nee! Orton rastet aus! Orton rastet aus! Die Evolution! Sie ist noch da! Nein, er Christian ist nicht eliminiert! Christian ist nicht eliminiert! Das gibt's nicht! Das gibt Aber es nicht! Aber warum dann während dem Match der Replay? Na, weil es epic war! Oh, jetzt seht ihr das Sit-Out! Facebuster, oh mein Gott! Ich dachte echt, ey, durch eine Berührung oder so zählt es dann! Jetzt hat endlich! Ja, nee! Martin wieder nur bricht das Bein. Also oh, das gibt sich, ey. Also spannend ist ja schon, ne? Ja. Meine Fresse. Ja, jetzt wirbt er natürlich ihn dahin, wo kein Tisch ist. Boah, Edge, dein Ernst. Egal, jetzt in zwei Ringecken steht der Tisch. Orton, ey, der ist aber auch im Pech. Orton hatte eigentlich Bock, aber Flapjack wieder. Oh, aber nee, Orton kann wieder kontern. Und zeigt jetzt hier den Neckbreaker. Er geht durch. Ja, Christian, was hast du denn vor? Wo willst du denn hin mit dem Ja, erst mal Orton hauen, aber Orton, ich weiß nicht. Nee, ich auch nicht. Oh, Backbreaker. Oh, nee, geht nicht durch. Christian verhindert das jetzt nochmal der Tisch in die Magengegend. Ja, jetzt baut er den Tisch auf. Weiß nicht, wo... Edge holt jetzt den Stuhl, Concerto oder was soll das? Ja, und Christian rennt... ist gegen den Tisch gerannt, Alter, ja. Und hat sich selbst eliminiert quasi. Hat Milzriss und verblutet. Jetzt komm, Christian! Mach Schluss. Oh. Ah. Die Mann, wollen Randy Orton aber jetzt hier auch. Jetzt hat! Nein! Ist wieder der Sting Death Drop. Auch wenn es Christian ist, aber. Christian Death Drop. Meine Fresse! Jetzt! Jetzt? Nein! Orton kontert im Impaler DDT. Ah, es wäre vielleicht doch der richtige Moment, um die WWE zu bashen, weil gerade passiert ja eh nicht. Oh ne? Mein Gott. Müsst uns nicht fragen, was wir von der WWE halten. Wir halten vom Main Event gar nichts. Wir halten auch von Bryan gegen Triple H nichts. Wir halten von Brock Lesnar gegen Undertaker nichts. Ne? Von daher, WrestleMania 9. Das wird zwar das beste Match des Abends, aber ne? Ja, muss Brock Lesnar schon wieder jemanden zum Match des Abends ziehen. Gibt's hier mal eine Tag-Team-Aktion oder was? Achso, Orton ist dran. Ah, Orton ist am Drücker, wo will er jetzt hin? No. Oh, nee, Orton. Edge, komm, Orton, mach's spannend. Was hat Orton denn vor? Diese KI ist echt hyperintelligent. Hyperintelligent, jetzt Christian, mach Schluss. Ja, Back Suplex. Ja, nee. Was? So. Alle durch zwei Tische. Weißt du, einen kriegen sie nicht down, aber dann macht Christian zwei auf einmal. Ja. Und das war dann auch das Finish. Alter. Orton hat gekämpft wie ein Schwein, aber es hat nicht gereicht. Tja.
Batista hat mich wirklich enttäuscht, die Evolution hat mich enttäuscht. Das sind die ersten Punkte für dich im Tippspiel. Ja! Nee, geh nach Hause. Geh nach Hause. Und am Ende Christian, ey. Also, es war spannender, als es hätte sein müssen. Hier sehen wir es nochmal durch beide Tische. Eiskalt. Boom! Wie auch immer die zerbrochen sind. Oh, einfach Mann. So. Aber und die beiden sind weiterhin WWE Tag Team Champions. Ja. Edge und Christian verteidigen ein weiteres Mal. Und sind zurecht. WWE Tag Team Champions. Großartiges Match. Schon wieder ein absoluter. Was ist ich? Also, es ist unglaublich, was dieser Pay-Per-View Cage of Death hier bisher für Matches beschert. Ja, und morgen möchte ich auch nur so viel sagen, sehen wir vielleicht ein Titelmatch. Oh, Tim, darauf kommst. Spekulationen, mutig. Gerüchte, mutig. Man weiß es nicht. Mutig. Wir sehen es morgen bei WWE 2K14. Bis dann. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.